Friedrich Merz hat das gemacht, was er eigentlich immer machen wollte, nämlich seinen politischen Zwilling, seinen wichtigen Vertrauten, seinen westfälischen Wirtschaftsfreund, wenn man so will, Carsten Linnemann zum Generalsekretär zu machen. Er hat es damals nicht gemacht, weil der Proporz es in der Partei nicht zugelassen hat. Er brauchte einen vom sozialliberalen Flügel, einen vom Osten. Jetzt kehrt er zurück zu eigentlich seiner Denke. Und für mich ist das vor allem ein Signal, Friedrich Merz will die Kanzlerkandidatur jetzt erst recht. Die Wahrheit ist ja auch, Friedrich Merz hat nicht viele Vertraute in der Partei. Okay. Er hat nicht viele, die für ihn in die Schlacht gehen. Man sieht es ja bei Herrn Wüst sowieso, aber auch bei den anderen, auch bei Herrn Söder ist auch kein Kandidat, der aufs Blut hinter Merz steht. Eigentlich sind es sehr wenige. Und viele haben ihn verlassen. Warum verlassen? Was? Weil Friedrich Merz vielleicht jetzt nicht die ideale Führungsfigur ist, die er von sich selbst glaubt, dass er sie ist. Es gab einige, die das Chaos im Adenauerhaus nicht ertragen haben. Einer der wichtigsten Berater, Markus Kerber, ist gegangen. Er hat seine Büroleiterin verloren, den Bundesgeschäftsführer rausgeschmissen. Also ganz so einfach scheint es mit Friedrich Merz auch nicht zu sein.